Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock des Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Wir sind hier gerade bei der Vorstellung der verschiedenen Möbel und Dekorationsstücke aus dem Erweiterungspaket Moschino. So, gehen wir mal zu unserem schönen Musterhaus und widmen wir uns dem nächsten Möbelstück. Und zwar Laminatschichten. Schichten aus Laminat dekorieren das Design dieses terrassierten Kaffeetisches. Jo, gehen wir natürlich auch mal daran. Schauen wir uns mal das schöne Stück an. Ich werde einfach mal so durch Zufall einfach mal Dreier auswählen, die wir einfach mal so hinstellen. Und dann gucken wir uns das Ganze natürlich auch mal wieder an. Auch der hier arbeitet wieder ein bisschen mit dieser Glasfläche. Terrassiert sehen wir auch. Hier ist die Ebene höher als diese Ebene. Da sehen wir. Und Schichten über Schichten, da sehen wir auch. Eine Schicht, nächste Schicht, nächste Schicht. Dann kommt hier die Glasschicht, hier kommt die dicke Schicht. Es sieht aus wie ein Holz-Sandwich. Das ist ja mal appetitlich. Der sogenannte Sandwich-Tisch. Kann man auf einen Kaffeetisch auch Sandwiches essen? Das ist natürlich eine Frage, die muss jeder für sich selber beantworten. Von mir aus gibt es aber ein klares Ja. Als nächstes haben wir eine umfunktionierte Zubehörkiste. Damit wurde dein wertvollstes Zubehör zu all deine Shows transportiert. Jetzt kannst du sie nutzen, um die Zeitschriften der letzten Woche auszustellen. Zeitschriften. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie lange es her ist, wo ich selber Printmedien gekauft habe. Das ist schon wirklich sehr lange her. Ich und Printmedien, Leute, das ist der Wahnsinn, das letzte Kajüte. Ja, wie wir sehen, haben manche davon so Sticker drauf. War schon ganz nett. Ja. So eine typische Kiste. Ne? So eine Kiste hätte ich dann, glaube ich, auch dann noch, wenn ich sie hätte. Da würde ich dann halt tagsüber, wenn ich sie nicht benutze, die HTC drinne liegen, damit sie keinen Staub bekommt tagsüber. Ist ja ein ziemlich teures Headset-Teil. Ne? Damit halt das Gerät dann nicht zustaubt. Ne? Ist vielleicht gar nicht mal so grundverkehrt, wenn man sowas macht, wenn man sich ein bisschen um seine Hardware kümmert. Aber na gut, das muss jeder selber wissen. So, wir gehen auf die Sonnenseite des Lebens, weil das Ding sieht hier aus wie ein Teil, was aufgehangen wird. Und zwar Fotozubehör Organizer, kein Chaos. Die meisten Fotografen werfen ihre gesamte Ausrüstung in einem Sack in die Ecke. Du nicht. Du zeigst dein Zubehör und hältst es im perfekten Zustand. Ja, es ist wirklich tatsächlich etwas, wo wir anhängen können. Wir werden da auch natürlich einfach mal verschiedene Farben ausprobieren. Gucken wir uns das mal an. So haben wir nochmal eine kleine Farbauswahl. Ja, hier dieser kleine Beleuchtungsspiegel. Der verändert die Farbe. Die Tasche auch hier so ein bisschen da dran. Da ist ein bisschen rötlich und so. Ansonsten wird dann auch nochmal das Holz hier oben verändert in der Farbe. Ja. Ja, ein paar Stative sind dann da dran. Ne? Ja, Stative. Ganz wichtig beim Fotografieren. Wenn ihr, egal, was ihr macht beim Fotografieren, ihr solltet euch darum kümmern, dass ihr Stative habt. Sehr wichtiges Ding. Oh, wie ich glänze. Oh Gott. Oh, wie ich glänze. Hip, modern und glänzend. Dieser Sockel bietet die perfekte Ausstellungsfläche für deine künstlerischen Anschaffungen. Also einmal eine Socke. Wir werden da natürlich dann auch mal gucken, was für Farben wir haben. Oh, der ist mit Verlauf. Oh, sieht das so? Das ist schon nice. Mit so ein bisschen Verlauf. Da mal so eine Farbe, die finde ich auch cool. Yes. Oder nehmen wir nochmal ein bisschen was Kühles. So. Scheint ein symmetrischer Aufbau zu sein. Schöner Glanzeffekt mit drauf. Wenn wir noch mal ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir hier auch ein paar Strukturen noch auf dem Material. Ja,
Das ist auch so ein bisschen Retro-Look. Das ganze Ding ist ja sehr retro-lastig von der Optik. Sehr retro-lastig. Als nächstes haben wir ein Fashion-Studio-Foto. Hops, ein Fashion-Studio-Fotostativ. Befestige deine Kamera und mache nie wieder ein verwackeltes Foto, wenn das Bokeh für dich ist. Oh. Ein Stativ gibt es in einer kleinen Auswahl an der Couleure. So sehen die verschiedenen Stative aus. Ich selber würde wohl dieses hier bevorzugen. Das kommt dem Stative so ein bisschen nahe von der Farbgebung, wie das ich hier für mein Mikrofon verwende. Ja. Wir gehen nochmal auf der anderen Seite, gucken uns das nochmal von der Seite an. Ja, Stative halt. Ne? Kennst du einen, kennst du einen. Aber man braucht sie immer wieder. Fashion Studio Model Markierung. Nutze deine Fotomodel an den richtigen Ort, um eine perfekte Bildkomposition zu erzielen. Diese magischen Markierungen sind auf deinen Fotos nicht sichtbar. So sehen die Markierungen aus. Das Ganze nochmal in White und dann das Ganze nochmal in the Gray. Jo, Markierungen. Klebestreifen auf dem Boden gemacht. Halt Markierung, was sollst du dazu sagen, ne? Markierung halt. Okay. The next one is meine erste gerahmte Kunstserie. Dieses klassische Quintett ist ein guter Gesprächsaufhänger und sieht aus, als stamme es aus einer Kunstgalerie. In Wahrheit hast du es günstig im Internet erstanden. So, dann machen wir wieder das mal bei Tageslicht. Danke sehr. Hängen uns mal das ganze Ding mal hier auf. Ich schau mal nach, was wir dann noch hier an verschiedenen Farben. Ah, es sind sogar noch verschiedene. Ah, das ist nicht nur dieser Kopf, sondern das sind dann auch noch mal andere Dinge mit dabei. Ich werde mal einfach mal davon ein paar aufhängen. Das ist das nochmal in Dirbert. Der Kopf, ja, das ist auch nochmal Kopf. Ja, dann haben wir, glaube ich, die Auswahl gefunden. Ja, das sind halt auch nochmal verschiedene Bilder. Ja, einfach mal ausgedruckt in 4 Bilderrahmen rein. Fertig. Für 2,50 Euro im Internet erstanden. So einfach ist das manchmal. Ne? Spiegel. Bleibender Eindruck. Wenn du herausfinden möchtest, wie du visuell auf andere wirkst, liegst du mit diesem Spiegel genau richtig. Jo, und der geht nicht höher. Der ist wieder so fixiert auf dieser Höhe. War natürlich immer so ein bisschen schade. Aber na gut, die ist halt nochmal so ein bisschen so comicartig halt. Das Lustige, das erinnert mich so an die alten Batman-Serien. Ne? Kennt ihr mit Pew, Peng, Bang, wenn die sich dann geprügelt hatten. Ne? Gut. The next one ist ein Bibliobär. Mit dem Bibliobär kannst du deine Bücher nahtlos auf jedem Regal anordnen. Das ist der Bibliobär. Und damit man ein bisschen mal was sieht, machen wir den mal ein bisschen größer. Und gucken uns natürlich dann auch verschiedene Farben des Bibliobärs an. So, dann nehmen wir nochmal den in der Farbe. Und dann nochmal ein Bibliobär in der Farbe. Zoom dann nochmal ein bisschen ran. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, solche Bücherregal-Accessoires kennt mehr oder weniger jeder. Da sehen wir auch mal, dass die Bücher sich in den Farben dann auch verändern, der Buchrücken. Ja, hier haben wir so ein Muster drauf, da haben wir so ein Muster drauf. Ist also auch ein bisschen Abwechslung. Ja, so sieht das mal so aus.
Und dann nochmal. So. So, wie sieht der Bär von hinten aus? So, okay. Sag mal auch mal von der Seite. Okay, sehr schön. The next one ist Stapel Sims Style Magazin. Modetrends, Styling und Gesundheitstipps und einigermaßen seriöse Berichte über den Horror des alltäglichen Lebens. Das Sims Style Magazin lässt keine Wünsche offen. Ich glaube, solche Magazine kennen wir alle aus Arztpraxen. Darauf wette ich, dass wir das aus Arztpraxen alle kennen, weil solche komischen Magazine liegen in allen möglichen Arztpraxen aus. Kleiner Tipp von mir am Rande, wenn ihr in der Arztpraxis im Warteraum seid, fasst diese Magazine nicht an, weil sie sind dort der gesundheitsbedenklicher Überträger neben den Türgriff Nummer 1. Ganz schlimm, solltet ihr nicht machen. Widersteht der Versuchung, diese Magazine anzufassen. Fummelt lieber an euren eigenen Notebooks, Tablets oder Smartphones herum. Das nächste ist Fotografen-Irritation. Dieses moderne Kunstwerk hat schon bei so manchen Fotografen einen Zusammenbruch ausgelöst. Die Berufsgruppe verliert die Fähigkeit, ganze Sätze zu bilden und stottert nur noch vor sich hin. Staub, Objektivdeckel und das Glas. Ich mache das Ganze nochmal ein bisschen größer. Einmal so. Nochmal in der Couleur. Und dann, weil es so schön ist, in der Couleur. Yes. Ja, man hat im Prinzip ein Objektiv hier und nochmal einen Fotoblitz. Muss mal von der Seite das an, ja. Kann man nehmen, ja? Ist in Ordnung. Dann haben wir Gitarrenverstärker. Diese Kiste ist wahrscheinlich vom LKW gefallen. Zu deinem Glück, das umfunktionierte Zubehör ist die perfekte Ergänzung für dein stylisches Apartment. Die Verstärker sind zwar nicht wirklich funktionstüchtig, verleihen dir aber ein besseres Gefühl, wenn du Luftgitarre spielst. Jo, so sehen die Dinger aus. Von den LKW gefallen. Ja, wer kennt das nicht? Ne? Der LKW gefallen Gitarrenverstärker. Ne? Das kennen wir alle. Irgendwie fallen die üblicherweise immer vom LKW. Mal gucken, ob sie hinten auch Anschlüsse. Ah, okay. Geil. Ja, kannst du machen. Ja, ja, schon in Ordnung. Ja, ja, das ist schon, ne? Schon okay. Gitarrenverstärker. Dann haben wir Teppich Moderne Muse. Viele Dinge können als Inspirationsquelle dienen, wie zum Beispiel der Teppich unter deinen Füßen. Da schauen wir mal, ob wir dann auch wieder mal verschiedene Muster haben. Das Ganze nochmal in Red. Da nochmal mit Streifen. Da sieht das Ganze dann mal so aus. Der Pünktchen. Der gute alte Pünktchenmuster. So, der Pünktchen und Anton. Ne? Hier, so. Das ist so 20er Jahre Muster. Ne? So auf dem Kleid. Kennt ihr alle? Zumindest die Leute auch vielleicht mal Fallout vorgespielt haben. Die können das auch. Das typische Erdbeerkleid, wie ich immer so sage. Boah, dann gucken wir uns nochmal, das muss ja nochmal der Farbe an. So ist nochmal die grobe Auswahl. Lassen wir mal so ein bisschen wirken. Na? The next one ist ein Fotoraben-Collage. Sammle und stelle deine Fotos alle in einem einzigen Rahmen aus. Da ist die Frage, ob das Ding auch wirklich eine Funktion hat, dass wir das da reinpappen können.
Wir hängen das zumindest uns mal hier auf. Das ist ein sehr kleines Teil. Und die Kamera ärgert uns wieder. Das heißt, wir hängen es dann hier unten mal auf. Ah, ein bisschen so eine Holzoptik. Das kann man so machen. Oder halt auch mal sowas Helles nochmal hier so. Ja. Und das nächste Objekt nennt sich Formen und Farben. Eine herzzerreißende Darstellung der Seele des Künstlers. Der Künstler wurde von seinem ewigen Wunsch inspiriert, ein Held zu sein. Na, das ist ja mal ein Ding von dem Künstler. Ach, das ist so ein Hinstellteil. Oder? Ist das eher so ein Wandteil, weil hier solche Teile da sind? Das ist ein bisschen komisch. Ah, das scheint zu snappen an der Wand. Das ist mehr so ein Wandteil. Man kann zwar theoretischerweise auf den Boden klatschen. Weil ich ja dieses Free Building habe. Ist aber eigentlich eher so ein Wandteil. Da kann man das dann hier so ranhauen. Man könnte die theoretischerweise so verschlingen lassen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ja, hat schon irgendwo was. Ja, hat schon irgendwas. Boah, die Kamera killt mich irgendwann mal wirklich aufs Unendliche. Ja, so sieht das Ganze halt aus. Ne? Gar nicht mal so grundverkehrt. Ne? Gut, mit diesem Objekt würde ich mal sagen, verabschiede ich mich mal wieder für heute. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, gerne morgen wieder, wenn wir uns ausführlich mit dem DLC-Paket Moschino beschäftigen. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Chiri. Oh.